Bei mir habe ich Robin Leon. Herzliche Gratulation vorerst für den ersten Titel gewonnen bei der ersten Ausgabe von Immer wieder Sonntags mit 81%. Überwältigend, auch für dich. Ja, sehr Dankeschön für die Gratulation. Und ja, das ist Wahnsinn, 81%, das ist Wahnsinn, wahnsinnig. Aber ich bin sehr glücklich jetzt und Stress ist jetzt ein bisschen weg, aber total, das ist Wahnsinn. Vorher ein bisschen Stress, ziemlich nervös warst du, glaube ich, sehr, oder? Sehr viel nervös, ja. Ich war total nervös seit ein paar Wochen jetzt schon, aber wenn du das Plakat siehst mit deinem Namen, das ist doch ein wahnsinniges Gefühl. Du machst Musik mit voller Leidenschaft, du studierst, glaube ich, auch Musik. Ja, ich mache Trompete seit 11 Jahren jetzt und seit 4 Jahren bin ich im Konservatorium von Straßburg. Das heißt, viel von Trompete richtig arbeiten und nebenbei mache ich jetzt auch Gesang jetzt zwei Jahre. Und ja, und fleißig üben. Wieso bist du überhaupt zur Musik gekommen? Ist das familiär bedingt? Familie nicht, aber wir haben mit der Familie immer TV-Sender angeschaut und da haben wir die musikalischen Stadel, alle Sender von Volksmusik oder Schlager sind und dann habe ich mir gedacht, vielleicht, das mag ich und dann Trompete angefangen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht dieses Ziel machen, ja, und dann habe ich gelernt und auch geprobt. Und dann haben wir, ja, erste CD rausgemacht, zwei, und dann jetzt ein erstes Single mit Bella Vista, der Produzent. Jetzt sind wir heute immer wieder sonntags. Wie ist das, du kommst aus dem Elsass, schaut man da viel deutsches Fernsehen oder Schweizer Fernsehen? Das ist, ich schaue personal ja wirklich viele TV-Sender, deutsches, aber viele Freunde schauen das natürlich anders, aber ich bin, wir sagen, ein bisschen extra von den ganzen Freunden. Aber ja, ich schaue fast jeden Wochenende, wenn ich keinen Auftritt habe, Musiksender, deutsches Musiksender. Und deutsche Schlagermusik in dem Fall viel oder auch volkstümliche Musik? Als Trompeter ist man natürlich auch Richtung Volksmusik. Also ich liebe natürlich die beiden, aber mit Trompete mache ich mehr volkstümlich, so schöne Ballade oder Marsch oder so Polka mit Trompete. Aber mache ich mehr Gefühl mit Trompete und dann mit Gesang mehr Stimmung, das heißt mehr Schlager und Party. Mit Trompete ist mehr Partygefühl und dann Gesang mehr Stimmung. Wie sind jetzt die letzten Wochen für dich verlaufen? Wahrscheinlich sehr aufregend. Also wenn mein Produzent mich angerufen hat und hat gesagt, wir sind in der ersten Sendung, war ich total begeistert. Und dann haben wir gesagt, jetzt geht's richtig los für Arbeiten, die Choreografie und alles natürlich. Und dann haben wir richtig, alle Tage richtig gearbeitet und dann natürlich stressig auch. Aber wir hoffen, der Stress lässt irgendwo nicht nach, damit es weiter so toll weitergeht. Und wir hoffen, dass du die nächsten Wochen immer noch dabei bist. Hoffe ich auch. Aber ich sage euch, bis nächste Woche. Wieder vielleicht. Hoffentlich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder für mich fleißig anrufen. Aber ich sage vielen Dank für 81%, das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, gibt es denn da schon irgendwelche Internetseiten oder so, wo man über dich etwas erfahren kann? Ja, natürlich, das gibt es da an Webseiten, das ist www.robinleon.com und FB-Seite auch, Facebook-Seite, Robin Leon, gerade Robin Leon schreiben und dann bekommen Sie die zwei Seiten auf Internet. Danke vielmals und wir wünschen toi 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 für alles Gute. Und bis nächste Woche.